Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die Pferdezucht funktioniert. Ihr erfahrt, welche Unterschiede die Unterkunft macht, welche Pferde es gibt, was sie fressen und welche Geräte und Maschinen ihr braucht. Vorab möchte ich euch noch das GameStar-Sonderheft zum LS22 empfehlen. Ich habe im Heft selbst als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Beginnen wir mit der Pferdezucht. Wobei Zucht das falsche Wort ist, denn im LS22 züchtet ihr die Tiere nicht wirklich, da sie sich nicht vermehren. Ihr erhaltet also keine Fohlen. Ihr kauft Pferde, trainiert sie und verkauft sie im Anschluss mit einem Gewinn weiter. Aber beginnen wir mit dem Bau der Unterkünfte. Euch stehen eine Weide und zwei Ställe zur Wahl. Bei den Ställen müsst ihr im Übrigen kein Wasser selbst anliefern. Auf der Pferdeweide für 55.000 Euro hingegen schon. Wie das funktioniert, erfahrt ihr später im Detail. Auf der Weide finden maximal 5 Pferde ein neues Zuhause. Der Pferdestall für 118.500 Euro bietet Platz für 8 Pferde und verfügt zudem über eine kleine Weide, auf der die Pferde grasen. Da die Frage in anderen Tutorials zur Tierzucht häufiger aufkam, ihr braucht beim Stall kein Wasser anliefern. Die Tiere werden automatisch mit Wasser versorgt. Im großen Pferdestall für 125.000 Euro finden bis zu 14 Pferde ein neues Zuhause. Platziert werden die Ställe über das Baumenü im LS22. Achtet beim Bau darauf, dass die Höhenunterschiede passen und ihr keine unschönen Hügel oder Berge beim Platzieren erstellt. Das passiert besonders dann, wenn ihr dicht an der Begrenzung eures Landes bauen wollt. Die Pferde kauft ihr direkt gegen einen Aufpreis im Menü oder ihr fahrt zum Viehhändler und holt sie dort ab. Euch stehen 8 verschiedene Rassen zur Wahl. Vom Schimmel bis zur Falbe steht es euch frei, welche Pferde ihr kauft. Einen Unterschied beim Kauf oder späteren Verkauf gibt es nicht. Für den Transport der Pferde stehen euch im Spiel 2 Tiertransportanhänger zur Wahl. Fahrt ihr mit einem PKW, bietet sich der Big Master Western WCF von Böckmann für 16.000 Euro an. Hier könnt ihr 2 Pferde transportieren. Der Belvedere von Kingston Trailers für 22.000 Euro kann an einen Pickup gehängt werden. Fahrt dazu mit dem Pickup unter die Kupplung des Belvederes und koppelt ihn dann an. Mit einem LKW hat das Ankoppeln bei den Aufnahmen zum Tutorial hingegen nicht funktioniert. Ausladen könnt ihr die Tiere am jeweiligen Symbol auf der Weide und im Stall. Fahrt ihr mit dem Anhänger an das Symbol, könnt ihr das Tiermenü öffnen und die Tiere verladen. Am Symbol selbst könnt ihr euch die Tiere auch direkt vom Händler liefern lassen. Lasst ihr euch die Tiere liefern, zahlt ihr eine Gebühr von 300 Euro pro Pferd. Nachdem ihr die Tiere gekauft und auf eure Weide verladen habt, brauchen sie Futter und Heu. Auf der Weide zusätzlich noch Wasser. Im Stall erfolgt die Wasserversorgung automatisch. Im Shop findet ihr im Bereich Tierhaltung verschiedene Wasserfässer, wie etwa das Aquatrans 7300S von Joskin für 9.500 Euro. Das Wasserfass könnt ihr an vielen Stellen, etwa einem Fluss, kostenlos mit Wasser aufladen. Fahrt im Anschluss an die Weide und stellt euch neben das Wassersymbol. Startet im Anschluss den Überladevorgang. Damit eure Pferde den höchsten Verkaufspreis erreichen, müsst ihr sie mit Heu und Hafer füttern. Heu erhaltet ihr durch das Mähen von Gras und dem anschließenden Wenden. Ladet das Heu in einem Sammelwagen, um es in Stall oder Weide einzustreuen. Hafer könnt ihr auf den Feldern anbauen oder im Shop fertig abgepackt kaufen. Als Alternative könnt ihr auch die neue Fruchtsorte Sorghumhirse verwenden. Beide haben den gleichen Effekt beim Füttern der Tiere. Beachtet, dass die Lager für Heu und Basisfutter zusammengerechnet werden. Füllt ihr etwa auf der Pferdeweide 7000 Liter Heu ein, könnt ihr kein Basisfutter in Form von Hafer oder Sorghumhirse mehr abladen. Die höchste Effektivität erhaltet ihr, wenn ihr Basisfutter und Heu anbietet. Im Stall braucht ihr, wie bereits erwähnt, kein Wasser anliefern. Dafür brauchen eure Pferde aber Stroh. Stroh könnt ihr etwa mit einem Sammelwagen direkt einstreuen. Bevor wir zum Ausritt kommen, ist noch eine weitere wichtige Sache zu beachten. Ihr müsst die Pferde regelmäßig bürsten, damit sie sauber bleiben. Haltet die Sauberkeit oben, erhöht sich die Gesundheit der Tiere und ihr erzielt die höchsten Verkaufspreise. Pferde erhalten nach dem Kauf einen automatischen Namen. Im Tiermenü könnt ihr den Namen ändern. Für das Tutorial benennen wir Tempo in Goldesel um. Allerdings kommt hier der Schimpfwortfilter von Giants im Spiel und so wird aus Goldesel ein Golde und et L. Damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie sich die Sauberkeit und das tägliche Reiten auf den Verkaufspreis auswirken, habe ich den Namen einfach beibehalten. Die Pferde müssen täglich geritten werden. Im oberen linken Bereich seht ihr den jeweiligen Fortschritt, sobald ihr auf dem Tier sitzt. Ihr könnt auch schneller reiten und bei bestimmten Gangarten sogar springen. Je schneller ihr reitet, desto schneller erfüllt sich der Balken des täglichen Reitfortschritts.
Und achtet darauf, mit den Tieren nicht zu tief ins Wasser zu reiten. Ansonsten wird aus eurem Pferdchen schnell ein Seepferdchen. Mit etwas Glück könnt ihr das Tier aber noch in einen Tiertransportanhänger laden und es retten. Das ist im LS22 übrigens auch neu. Ihr könnt Pferde überall auf der Karte ausladen. Das ist praktisch, wenn ihr mal einen Ausritt an einem etwas weiter entfernten gelegenen Ort machen wollt. Nach jedem Ausritt müsst ihr das Pferd säubern. Es kann durchaus sein, dass ihr mehrmals striegeln müsst, damit die Sauberkeit wieder bei 100% liegt. Bis ihr den maximalen Verkaufspreis erreicht, kann es etwas dauern. Rechnet mit mindestens 17 Monaten. Und bedenkt immer, es muss ausreichend Futter und Stroh vorhanden sein. Außerdem müsst ihr nach jedem Ausritt das Pferd striegeln. Im Anschluss sollte das Pferd etwa 2700 Euro wert sein. Mit einem Tiertransportanhänger könnt ihr das dann beim Viehhändler verkaufen. Oder ihr lasst es gegen eine Gebühr abholen und verkauft es auf diesem Weg. Und das war's auch schon mit dem Tutorial zur Pferdezucht im LS22. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Natürlich auch über einen Kommentar. Bei Fragen oder Anregungen nutzt ebenfalls gerne die Kommentarfunktion. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.